Man wird sehen, wie scharf es sein wird. Meine Augen, an meinen Backen, an meinen Lippen. Wird einfach der sein. Da bin ich heute mal ein bisschen besser aufgestellt. Rot werden kann ich nicht wirklich. Wir werden heute das schärfste Ramen Japans essen, Freunde. Willst du dir mal erzählen, dass wir aussehen ins Frauenabteil gegangen sind einmal? Weißt du, wo das Frauenabteil ist? Immer ganz hinten. Ich brauche irgendwas, was meine Geschmacksknospen schon beruhigt. Wir trinken die zusammen, dann müssen wir nicht 8 Flaschen wieder. By the way, es gibt keine Mülleimer in ganz Tokio. Oh, das war mein erster Schluck, dann weißt du, wie intensiv der ist, gell? Was tun wir gerade so, als ob das was ist, was noch nie jemand gesehen hat, oder? Alter. Das ist der erste Schluck, der ist schon besonders. Downstairs? Downstairs? Wenn mich nicht alles täuscht, ist es ja in Japan so ein Zeichen für Schönheit, wenn man sehr, sehr hell ist. Ja. Yeah. Und dann ist so durch meinen Kopf gegangen. Also wenn ich jetzt als Single hier bin, wie sind eigentlich meine Chancen? Oh nein, ich habe euch nicht vergessen. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Wie geht's euch? Es gibt ein paar Leute, die haben es aufgegessen und es gibt ein paar Leute, die haben es nicht aufgegessen. Und die zwei Dudes, die ich gesehen habe, die haben es auf jeden Fall nicht aufgegessen. Die sind dann hier in diesen Family Mart reingegangen und haben sich dort Kaffee geholt. Wir werden uns jetzt auch noch irgendwas Milchiges holen und es einfach in der Tasche haben. Ich sag dir so, wie es ist. Ein Ayran. Das sind alles Trinkjoghurt. Ich glaube, ich nehme sowas mit. Ich habe jetzt gerade noch mal gegoogelt, ob es irgendwas als Schutz für die Schärfe gibt. Gibt's nichts. Aber für was ihr Schutz bekommen könnt, ist für euer Handy. Und nicht nur für euer Handy, sondern auch für eure Apple Watch, auch für eure AirPods, auch für eure iPads. Und dann kommt noch dazu, dass ihr euch, egal was für Schalen ihr wollt, euch komplett eigene Designs machen könnt, die einzelnen Knöpfe in verschiedenen Farben wählen könnt. Also ihr könnt wirklich eigentlich alles machen. Und natürlich ist euer Handy nicht nur schön, sondern auch geschützt. Rhino Shield versus Randy. Rhino Shield. Mit meinem Code Randy Shield bekommt ihr bei Rhino Shield 10%, könnt euch sehr, sehr coole Sachen designen und Schalen zusammenstellen. Ihr könntet auch mich auf eure Schale machen. Für alle, die mit meinem Code bestellen, Kuss geht raus. Danke an Rhino Shield, dass sie dieses Video unterstützen und viel Spaß. Wie Randy sich mal wieder gut vorbereitet hat, nämlich gar nicht. Ist aber easy zu verstehen. Einmal scharf, 10-mal scharf, 15-mal scharf, 30-mal scharf, 100-mal scharf. Wir nehmen 100-mal, gell? Haben wir echt 100 oder reicht für euch auch da draußen 30? Oder vielleicht 1. Kann ich auch einfach ein Croissant essen? Ah, ja, ja. We just order here, right? We would like to eat this one. This one? How much Scoville? Scoville. You don't know? I don't know, sorry. Okay. Also, jetzt muss man trotzdem einmal zeigen. Auf den Nerven geht. Wir haben jetzt schon ein paar Ramen hier in Japan ja gegessen. 1500 ist sogar verhältnismäßig ein teurer Ramen. Sind 11 Euro, 12 Euro. Ist es trotzdem meiner Meinung nach... Das ist teurer als eher ein Sternrahmen, den wir gegessen haben. Trotzdem muss man sagen, Ramen hier, Qualität und sowas ist halt sehr, sehr krass. Und eigentlich trotzdem nicht teuer. Ich habe in Deutschland mehr für Ramen bezahlt als 12 Euro. Ja, voll. Jetzt, du bist schon. Nimm ich das Geld, gell? Das ist voll der Struggle, das da reinzukriegen. Das müssen wir einrahmen, das Ding. Das wird unser Toilettenticket. We make it spicy, gell? It's very spicy. But for me. Was sagst du, es riecht gut, die Luft riecht schon scharf. Meine Augen fangen schon an zu tränen gefühlt. Es riecht knoblauchig, oder? Ja. Sehr nach Knoblauch. Ich sag so, wie es ist, es gab auf jeden Fall ein paar Leute, die das gefinisht haben. Das Ziel ist natürlich, dass wir beide aufessen. Wer als erstes aufgegessen hat, gewinnt die Milchtüte in meine Jacke. Da ist auf jeden Fall die gefährliche Schublade. Die hat sich da jetzt schon so trockene Chilis rausgenommen und schmeißt die gerade in die Suppe rein. Lukas und ich sind ja sehr viel unterwegs und ich habe nicht immer die besten Ideen für Videos. Aber ich glaube, er wird auch ziemlich sauer sein nach diesem Video auf mich. Spätestens. Morgen früh auf der Toilette wird es richtig sauer sein. Auf dich, ja. You ate very spicy? Yeah, yeah, you eat heiß? 50. Wir haben 100 genommen, gell? Der hat 50 genommen. Und er ist Asiate, er sitzt da und weint einfach. Und er ist noch halb so scharf, wie das, was wir genommen haben. Ja, aber ich bin Afrikaner, Bruder. Ich sag dir so, wie es ist, ich werde das fertig essen, weil wir sind Wölfe. Wir beide.
Das ist wie, wenn du Autounfall baust und du hast deine Versicherung. Das ist meine Versicherung heute. Das ist eher wie so ein Pflaster, dass du noch ins Krankenhaus schaffst. Ein Pflaster auf ein abgerissenes Bein. So sieht der ganze Laden aber auf jeden Fall aus. Ihr seht es hier, es ist wirklich alles komplett schwarz. Hier sind so Totenköpfe, wo diese Löffel liegen für die Brühe. Man muss ja immer die Brühe zuerst probieren. Bruder heult, gell? Ich werde heult einfach. Arigato. Ich weiß immer nicht, was ich sage. Auf jeden Fall nicht Dankeschön zu ihm. Ja, weil ich auch nicht. Das ist das einzige Wort, was ich kann. Arigato. Also ich sag mal so. So wie es aussieht, mal drei riecht es, finde ich. Was heißt, so wie das aussieht? Schärfer kann doch eine Speise nicht aussehen, oder? Nein! Nein! Es ist so heftig! Fuck, jetzt das Essen so voll. Es ist so heftig scharf. Ich hab vergessen, ich krieg Schluck auf ihn. Wenn ich nichts esse. Die Schärfe geht. Also, ich hab's ohne dieses Pulver gemacht. Okay. Die Schärfe ist okay, sie kommt sehr schnell, aber es ist ein bisschen dumpf. Okay, Leute, machen wir uns dran. Willst du mich verarschen? Also der erste Schärfekick kam sehr, sehr krass. Dann muss ich aber sagen, verteilt er sich ziemlich schnell. Das wird eine Nummer, das zu finishen, Bruder. Ich bin ganz ehrlich, das habe ich auch von Anfang an gesagt. Keiner von uns wird in der Stande sein, das aufzuessen, ohne sehr, sehr schlimme Schmerzen zu erleiden. Lukas hat einfach schon Reis aufgegessen. Ich brauche eine Foundation in meinem Magen, also jetzt bin ich tot. Ja, ja, das ist das Problem. Das ist das. Meine Lippen sind noch nicht dafür gemacht. Seht ihr, die sind zart rosa, diese Lippen. Wenn ich alle Nudeln esse, dann gilt die Challenge als geschafft. Wenn du das schaffst, hast du den größten Respekt. Lass diese Finger von diesen Chilis. By the way, an alle Kinder macht's nicht nach auf jeden Fall. Okay, warte mal, das kommt doch noch schärfer als ich dachte. Mir hat noch nie eine Nudel in meinem Mund so wehgetan. Ich glaube aber, dass wenn man so atmet, gell, so ein aus und sowas, dass es dann schärfer in der Mund wird. Das ist nur eine Kopfsache. Das ist nicht scharf. Ah, Bruder. Ist das heiß oder ist das scharf? Scharf, Bruder. Es kann nicht sein, dass Japaner schärfer essen können als ich. Ich bräuchte eine Gabel. Hä, warum machen die das so scharf, Digga? Ich brauche eine Pause. Wir machen eine kurze Pause. Bruder, du hast gefühlt drei Nudeln gegessen. Was für eine Pause? Ich habe mehr Nudeln gegessen als du. Ich weiß nicht, ob das scharf ist oder heiß, das Problem. Da kann ich nicht essen, Bruder. Meine Ohren fangen auch an zu brennen, Bruder. Ich weiß, es wird dann auch unter den, unter den Augen an. Ich kenne das ganz genau. Was machen wir jetzt? Ich schwöre, das ist eigentlich nicht so scharf, oder? Das Problem ist, es schmeckt so heiß. Es schmeckt nicht scharf, es ist nur heiß. Es ist nur heiß. Du verwechselst das, Bruder. Wenn du scharf isst, wird auch dein Schärfeempfinden heißer. Unangenehm. Egal wie scharf das ist, ich hätte gedacht, es ist schärfer. Oder vielleicht ist es doch so scharf, wie ich gedacht habe. Das weiß ich gar nicht. Ich bin ehrlich, ich habe es genau so eingeschätzt. Es wird doch immer schlimmer, Alter. Ich habe es genau so eingeschätzt. Ich wusste, dass er genau so kommen wird. Aufessen, es kann doch nicht so schwer sein, diese Nudeln zu essen. Das Fleisch ist lecker auch. Schau, was ich für... Oh. Vorköstlich. Oh.
Handy ist richtig am Sterben hinter der Kamera, gell? Ich hab dir aber auch schon oft gesagt, Bruder, du hast noch nicht so heftig scharf gegessen, Bruder. Diese Schärfe kommt noch sehr schnell. Und der erste Löffel, das hat 1, 2, bam, ja, ja, scharf. Ich sag's mal so. Das ist ein guter Rahmen. Und ich respektiere auch die Leute, die das aufessen. Ich werde das hier jetzt offen und ehrlich sagen, ich werde das nicht aufessen. Es ist die Zeit, um ein Like und einen Kommentar dazulassen. Die Nudeln sind gut, das Fleisch ist gut, die Chili-Choten. Auch die Brühe ist wirklich lecker so. Ich finde auch, der sieht appetitlich aus, immer noch. Und ob man das machen muss, wenn man nach Tokio kommt, weiß ich jetzt nicht. Ich will einfach nur in diesen Family Mart und so ein scheiß Eis-Sandwich essen, Alter. Das ist auch das letzte Video von mir aus Tokio. Und das wird jetzt die letzte Nudel sein, die ich auch in Tokio esse. Aber die ging jetzt eigentlich wieder. Na, mach weiter, mach weiter. Bruder, das ist Körperverletzung, ich sag dir ehrlich. Ich schwöre, ich zeig dir an. Die Kunst ist, seine Stärken und Schwächen zu kennen. Der ist so geil. By the way, so sieht der folgende Stand aus. Gefühlt haben wir nur umgerührt in unserer Schüssel. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato. Was ich hiermit verspreche, ich werde, also egal wie oft ich noch in Tokio bin, ich werde das nie wieder essen. Weißt du, was er vorhin gesagt hat? Er hat nicht 50 gesagt, er hat 15 gesagt. Also der Asian-Feller hat 15 gegessen. Der Tränen über die ganze Backe hatte, hat 15 gegessen. Und wir Idioten, wir denken, wir können da reinspazieren. Ach nee, das ist gar keine 100, das ist unendlich. Ist es geil? Ich glaube nicht. Boah, das ist so krass. By the way, Leute, danke fürs Einschalten. Der erste Link in der Videobeschreibung bringt euch natürlich auf die Rhino Shield Seite, wo ihr super geile Handycases haben könnt, wie diese. Und das war's auch mit Toki auf meinem Kanal. Und wir sehen uns bald wieder.